Hallihallo, hallihallo, hallihallo. Hier ist die Andrea aus Andalusien von andreawirk.com. Heute mal wieder mit einem Unboxing. Und zwar von dem L'Oracle Le Manuscript, dem Orakel des Manuskripts. Da gehe ich mal davon aus, heißt es von Gérard Barbier. Also, ich meine, Französisch ist ja nicht so gut, das wissen ja vielleicht schon einige. Le Livre et le Jeu Original, also das ist das Buch und das Kartenspiel, das Originale. Und das ist ein sehr interessantes Deck. Ich liebe ja irgendwie diese französischen Decks. Ich habe ja hier schon dieses Oracle of the Triad. Das ist hier Gott sei Dank in Französisch und Englisch. Oracle de la Triade, das kann ich mal hier verlinken, wenn ich dran denke. Und das L'Oracle de Miroirs, hochinteressant ebenfalls. Macht sehr tiefe Readings, obwohl es sehr bunt ist, aber das sind sehr geile Decks. Ja, und jetzt habe ich mich auch noch in dieses hier verliebt und ich muss wohl mal langsam Französisch lernen. Das kommt jetzt mit Buch, das kam jetzt leider, konnte ich leider nicht einzeln kaufen. War dann auch relativ teuer, glaube über 30 Euro, aber es hat jetzt gerufen und ich musste es mir jetzt irgendwie zulegen. Wer Lust hat, sich das mit mir jetzt hier anzuboxen, der ist herzlich eingeladen, das mit mir zu tun. Ja, das Ganze ist also wie gesagt: L'Oracle de le Manuscript von Gérard Barbier, Le Livre et le Jeu Original. Das war jetzt wahrscheinlich wieder spanische Aussprache. Ediciones, das ist jetzt wieder ein Traditor. Wahrscheinlich spreche ich jetzt mehr Spanisch als Französisch. Das ist die Box. Die ist übrigens sehr, sehr schön, finde ich. Die hat auch so ein ganz mattes, man sieht es hier vielleicht, das ist so ein bisschen wie Leinen. Also hat einen ganz tollen Touch, muss ich ganz ehrlich sagen. Die macht man dann wohl so auf. Dann hat man hier das Buch. Das gehen wir jetzt, glaube ich, ich weiß gar nicht, ob wir das jetzt durchgehen. Ich werde es mal kurz durchgehen. Also wir können ja auch erstmal hier nochmal gucken. Die Rückseite. Genau, die Karten sehen so aus. Also nicht so bunt wie hier, ne? Eher das Gegenteil, also sehr minimalistisch. Ja, das muss man jetzt nicht übersetzen. Le coffret est composé d'un livre de, also diese Schachtel hat ein Buch mit 160 Seiten und das authentische Spiel mit 43 Karten. Ach nee, das war gar nicht. Ah, es war 26, ja, 26 Euro, genau. Es war gar nicht über 30, aber das war mir trotzdem noch zu teuer, weil ich brauche ja das Buch nicht. Aber egal. Schachtel hatten wir ja eben schon aufgemacht. Genau. Die Schachtel sieht dann so aus. Also eigentlich sehr edel gemacht, muss ich sagen. Gefällt mir. Wobei die Schachtel werde ich wahrscheinlich dann eh wieder nicht behalten, aber derjenige, der Schachteln mag, der findet die wahrscheinlich cool. So, mal kurz ins Buch geguckt, damit die Leute, die Französisch können, wissen, um was es geht. Ich werde jetzt hier nicht übersetzen. Das Ganze ist das erste Mal 2002 erschienen, dann nochmal 2020. 2002 hat es, glaube ich, nicht dieses Buch. Hier steht noch was vom 85. Oh, vielleicht. Und vom 57. Vielleicht kann mir das ja einer mal übersetzen, der Französisch kann. Ich weiß jetzt nicht, ob es 57 schon eine Auflage gab von den Karten und 85. Ich habe keine Ahnung. Wer Französisch kann, darf mir gerne hier weiterhelfen. Vielleicht übersetze ich es auch und schreibe es dann unten nochmal in die Textbox, wenn ich mir die Mühe machen will. Ja, das Ganze ist übrigens, hatte ich ja gesagt, von Gérard Barbier und von der Edition Tralidjub. So, wir haben hier eine Einleitung. Es gibt keine Inhaltsangabe, aber manchmal ist die auch hinten. Ja, ich weiß nicht. Ja, die Inhaltsangabe scheint hinten zu sein. Oder hier ist die. Ah, hier ist nur die Inhalt. Ja, hier sind die ganzen Karten einzeln aufgeführt. Genau. Genau, hier ist die Inhaltsangabe. Ja, es gibt die einzelnen Karten, die werden alle einzeln aufgeführt. Die haben Nummern und ein Keyword, dann hat es hier noch verschiedene Legungen und dann hat es noch verschiedene Beispiele für die Legungen.
Genau, das war's. So, gucken wir uns einfach mal an, wie die Karten dargestellt sind. Das ist vielleicht interessant für einige, die Französisch können. Die haben ja die Karte in bunt, also in Farbe, weil die Karte sieht so schwarz-weiß aus. Haben wir hier aufgeführt. Wir haben hier die Kartennummer, wir haben hier das Keyword von der Karte, was auch auf der Karte steht. Dann hat man hier irgendwie die Beschreibung von der Karte. Oder warte mal. Ne, hier ist schon sofort die, was es bedeutet. That card announced the gain. Ja, das weiß ich jetzt alles ehrlich gesagt nicht. Ach so, hier gibt es verschiedene Bereiche. Das ist der berufliche Bereich, der Gesundheitsbereich, der spirituelle Bereich, der persönliche Bereich und die Influenz. Also, das ist eine eher positive Karte. Genau, hier wird nochmal angezeigt, wahrscheinlich, ob es eher eine negative oder eine positive ist. Was affektiv heißt, weiß ich leider nicht. Aber man muss ja auch nicht alles wissen. Genau. Und die Karten, das ist sehr übersichtlich gestaltet. Es ist sehr schade, dass es das nicht auf Englisch gibt. Aber gut, vielleicht kann ich auch ein paar Sachen verstehen. Man kann es ja auch ableiten. Und hier hinten sind dann noch ja, einzelne Methoden. Also einzelne Legemethoden. Und genau, das war's. Also aber ein schönes Buch, sehr übersichtlich gestaltet. Hier oben hat man dann noch mal. Ah nee, hat man nicht. Aber es gefällt mir von der Aufmachung, muss ich sagen. So liebe ich das. Aber was ich halt jetzt nicht so liebe, ist, dass es auf Französisch ist. Aber gut, wir können es nicht ändern. Ja, ein sehr tolles Buch. Sehr tolle Dose. Also Dose, Verpackung. Und jetzt gucken wir uns mal die sehr tollen Karten an. Wow, sehr edel gemacht, wirklich, Leute. Sehr, sehr edel gemacht. Und genau, legen wir das mal hier hinten hin. So, die Karten. Die haben auch hier nur so ein Band, also so ein Plastikding, finde ich auch wieder toll. Oh, ich glaube, die sind sogar nur Tarotkartengröße. Oh, die haben eine total schöne, ein ganz tolles, ja, die sind gar nicht, ah, sind aber ziemlich dünn. Ich mache mal ein bisschen runter. Das ist ungefähr Tarotkartengröße, ein Tick größer als Tarotkarte. Ja, es ist aber auf alle Fälle schmäler wie eine Tarotkarte und ein Tick höher, diese Karte. Ich gucke jetzt mal hier das Oracle of the Triad. Das ist größer. Oh, das ist sogar kleiner hier. The Oracle of the Triad ist breiter. Ja, also das ist ein schönes Format, gefällt mir. Ich mag ja nicht so Riesenkarten. Sehr geil. So, dann Kartenqualität ist sehr flapsig, also sehr, sehr dünn, muss ich schon sagen. Sehr, sehr dünn. Aber es ist halt leicht laminiert, von daher denke ich mal, können sie auch einen Moment halten. Aber sie fühlen sich gut an, das muss ich schon sagen. Wie viele Karten waren das jetzt eigentlich? Was stand hier auf der Verpackung? 44? 43. Okay. Auch eine interessante Zahl, 43. Also die Rückseite ist nicht verkehrt rum lesbar, ist schon, aber man sieht halt, dass es verkehrt rum ist. Le Manuskript steht da drauf. Ich weiß jetzt aber nicht, warum das. Ah, guck mal, es hat gar keine Zahl auf den Karten. Es ist aber alphabetisch geordnet, sehe ich gerade. Man hat hier also wie so ein altes Manuskript abgebildet und dann hat man dann jeweils die Symbolik, ne? Und hier unten hat man das Keyword. Und ich finde, die haben mich jetzt so sehr gerufen. Ich weiß gar nicht warum. Echt krass. Echt krass, Leute. Ja, das ist jetzt Aschatz. Ich weiß aber jetzt nicht, was Aschatz heißt. Vielleicht irgendwie Rechnung oder so, weil hier lauter Rechenaufgaben sind. Also fangen wir jetzt, also wir machen jetzt diesen kleinen Durchlauf. Dann haben wir Argent, das heißt glaube ich Silber oder so, oder Geld vielleicht auch. Dann haben wir hier die Kunst, die Chance, die Veränderung, die Konstruktion. Die Gefahr,
Deces, weiß ich jetzt nicht. Es sieht so ein bisschen nach einem Grab aus. Vielleicht heißt es auch Grab, weil Tod heißt was anderes. Das Schicksal, die Dualität, Exchange heißt wahrscheinlich Austausch oder Zusammenarbeit. Ich weiß es nichts. Ah, die Emotions, die Emotionen, das ist ja süß. Also dann ist es wahrscheinlich nicht von 1957. Aber vielleicht ist es nochmal neu gestaltet. In Reese weiß ich nicht, ob das Stacheldraht heißt oder Dornen. Equilibrie, also das Equilibrium. Ich weiß nicht, wie das. Die Esoterik, ja. Die Examen, die Prüfungen, Familie. Die Frau, das ist ja sehr einfach gestaltet. Nehme mal an, das heißt Fit, heißt wahrscheinlich Blumenstrauß oder so. Wow, die Kraft. Der Mann. Das Hospital. Die Ideen. Das Gericht oder der Richter. Die Entscheidung. Medizin. Ich nehme an, das heißt Kaktus, Méfiance. Vielleicht aber auch nicht. Vielleicht heißt es auch einfach nur, ich weiß es nicht. Prüfung oder so oder Herausforderung, keine Ahnung. Die Geburt. Neuigkeiten. Das heißt vielleicht Verlust, Perte, wenn man das so vom Spanischen ableitet. Protektion, Schutz. Rencontre, wahrscheinlich wie heißt denn das? Also sich wiederfinden. Reusite, das weiß ich jetzt nicht. Das ist wahrscheinlich die Gesundheit. Santé. Das ist das Geheimnis oder die Geheimnisse. Wow, die Separation, wie heißt denn das jetzt? Trennung. Oh, was ist das denn? Soutien. Da will ich mal schnell gucken. Ich mache aber Stopp. Ja, das heißt Unterstützung. Okay. Surprise. Da muss ich ja, das muss ich jetzt nicht übersetzen. Die Zeit. Oh, das ist eine tolle Uhr, die gefällt mir. Sieht ein bisschen aus wie ein Schwimmbecken hier. So, hier die Leiter, wo man reingeht. Traicion ist, wenn man hinterrücks Verrat, glaube ich, heißt das. Das weiß ich von den anderen Decks. Travail, das weiß ich jetzt mittlerweile, heißt Arbeit. Das kann man sehr gut vom Spanischen ableiten, aber ich hatte es damals, als ich gesagt habe, das heißt Reise, habe ich das vom Englischen abgeleitet, von Travel, und habe gedacht, das heißt Reise. bei dem anderen französischen Tarot-Deck, aber das heißt Arbeit. Und die Union. Oh, und hier haben wir die Reise. Wow, interessante Karten. Ich will jetzt noch mal wissen, was die einzelnen Karten heißen. Und zwar, das wusste ich nicht. Rencontre. Ja, das ist aber eigentlich klar, dass das die Wiedervereinigung ist oder sowas. Perdé ist Verlust bestimmt. Das wusste ich nicht. Das wusste ich mir auch nicht sicher.
Inuits wusste ich nicht. Exchanges, Dualität, das wusste ich auch nicht. Ich gucke das jetzt nochmal nach schnell. Ich mache Stopp. Und dann sage ich euch noch, was das heißt. Also Deces heißt tatsächlich Tod, aber es gibt wahrscheinlich mehrere Worte für Tod im Französischen. Ennuis heißt Langeweile. Oh, das sieht mir aber mehr aus wie so ein Stacheldraht. Naja. Nee, Ärger wird es jetzt übersetzt. Erst hieß es Langeweile, jetzt heißt es Ärger. Also es heißt Ärger. Gut, dann das Fett heißt Party. Oh, klar, die Fete. Ah, das hatte ich jetzt von den Blumen natürlich nicht abgeleitet. Klar, von der Fete, von der Party. Das heißt Party. Ja, das Bild finde ich passt jetzt nicht so sehr für eine Party. Das hätte jetzt auch was anderes sein können. Fiance, das hat was mit Fiance ist ja, wenn man Fiance Misstrauen, weil Fiance ist ja, wenn man Vertrauen hat, eher Fiance Misstrauen. Interessant, da lernt man noch Leute. Dann haben wir noch Reusite, das könnte sein, dass man was, ich weiß es nicht, Erfolg. Ah, das heißt Erfolg, Reusite. Und was heißt Aschatz? Aschatz. Oh, weia, jetzt habe ich auf Sprache gedrückt. Ich habe es falsch ausgedrückt, merke ich gerade. Kauf. Ah, einkaufen, das sind die Rechnungen vom Einkaufen. Das nennt sich, ist wohl irgendwie vielleicht auch Erwerben oder Rechnung oder kann man ja dann gucken. Okay, das sind also die Karten. Dann wollen wir jetzt mal schauen. Wir werden jetzt mal eine Karte legen, aber wenn ich dann ins Buch gucke, dann verzeiht mir bitte, ich kann kein Französisch, ich muss dann so ein bisschen meine Fantasie freien Lauf lassen. Wir wollen jetzt mal von den Karten wissen, also erstmal werde ich die mischen, aber die lassen sich bestimmt super mischen. Die lassen sich perfekt mischen. Die haben eine super Größe. Gefällt mir. Die Größe, die gefällt mir so gut. Lalala. Wir brauchen die jetzt auch nicht so sehr zu mischen, weil es ist ja ein Orakeldeck. Aber die mischen sich genial. Auch so mischen die sich gut. Sehr super. Liegen gut in der Hand. Dann fragen wir jetzt mal das wunderbare L'Oracle-Manuskript, was es uns denn sagen möchte, auf was wir jetzt so zu achten haben, zu einem bestimmten Thema, was du jetzt reinbringen magst. Und ich lege jetzt erstmal eine Karte. Nee, ich lege mal drei. Wollen wir mal gucken. Wir haben ja erst 18 Minuten. Geht ja noch gar nicht so lang hier. Wir liegen ja noch recht gut in der Zeit. Wir haben hier, oh, den Tod. Oh, es geht was zu Ende. Interessant. Dualität. Oh, die Dualität geht zu Ende. Das ist wunderbar. Das finde ich gut. Obwohl die Dualität hat auch seine schönen Seiten, weil das ist nämlich spannend, das Leben durch die Dualität. Und ich meine, wir sind ja hier auf der Erde, um auch ein bisschen ein spannendes Leben zu führen und nicht immer nur... Oh, wir haben die Medizin, wir haben die Dualität und wir haben die Union. Und wir haben hier auch noch den Tod. Ich will jetzt mal schnell gucken, was beim Tod steht. Aber ich weiß jetzt gar nicht, wo der steht, weil da ist nämlich keine Nummer mal wieder auf der Karte. Das ist ja Gott sei Dank alphabetisch. 22, da können wir auch gleich mal gucken, wie man das Buch handelt. Das handelt sich sehr gut, finde ich. Cette carte annonce, hélas, un décès, un enterrement. Les cartes voisines précisent la personne. Malheureusement. Also hier geht es um was, wo es... hélas heißt, erinnert mich irgendwie an Eis, das was einfriert. Ich weiß aber nicht, ob das so heißt. Also ich würde das mal so ein bisschen lesen wie beim Lenormand.
Irgendwie ist gerade was im Stillstand. Und zwar geht es hier um eine Verbindung. Ja, das ist klar. Es ist gerade was im Stillstand und es liegt daran, dass die vielleicht alles zu konträr ist. Ja, dass vielleicht jeder sei auf seine Meinung beharrt. Ich nehme hier jetzt noch die oberste Karte. Die Kunst. Oh, das ist schön. Ja, vielleicht jeder irgendwie auf seinen Standpunkt beharrt. Das ist ja auch irgendwie so ein bisschen Konflikt. So die Dualität zu managen ist ja ein Konflikt, männlich und weiblich. Wir wissen ja, wie die Weibsen sind und wir wissen, wie die Männer sind normalerweise, wenn sie eben ihren verzerrten Aspekt leben, sage ich jetzt mal. Ja, wenn man den männlichen, göttlichen Aspekt lebt, ist es eigentlich nicht anstrengend, aber wenn der männliche verzerrte Aspekt gelebt wird und der weibliche verzerrte Aspekt, dann kann es anstrengend werden und es scheint gerade anstrengend zu sein und vielleicht in deiner Verbindung so auszusehen, dass es eben, ja, dass der eine sich vielleicht zurückzieht oder dass der andere Depressionen hat oder das vielleicht sogar aussieht, als ob was gerade beendet wird. Und jetzt gilt es aber, das Ganze zu heilen und sich das mal anzuschauen und zwar mit der Kunst. Mit der Kunst. Und die Kunst ist für mich, ehrlich gesagt, auch Leichtigkeit. Le tut se quise arracha de preste. Oh, da verstehe ich gar nichts. El indic und don. Oh, und. Ah, hier geht es um das Talent. Tut doch mal sehr gut. Und rennt Contrea weg und Artist. Santé. Wir gucken mal, was bei Gesundheit steht, weil hier geht es. Le présage dans les pouvoirs des cartes des soirs. Ah, personnel. Ja, il indique un am. Also, ich lese das jetzt mal ganz frei. Ich würde jetzt einfach mal sagen, wenn du jetzt ein Thema hast mit deinem Gegenüber, es muss ja nicht eine Partnerschaft sein, weil ihr euch. Weil es einfach zu sehr aufeinander prallt, die Gegensätze. Erstmal ist es wichtig, seinen eigenen männlichen und weiblichen Anteil vielleicht mal anzuschauen, weil der vielleicht verzerrt sein könnte. Vielleicht hast du ein falsches Männer- oder ein falsches Frauenbild. Was heißt ein falsches, ein verzerrtes Männer- oder Frauenbild? Und projizierst das in dein Gegenüber oder umgekehrt oder ne, so diese Geschichte. Dann gilt es, sich das jetzt mal anzuschauen und in die Heilung zu bringen bei dir selbst. Und dann würde ich dir raten, einfach mal was Schönes mit deinem Gegenüber zu machen. Mal ganz rauszugehen aus dem Alltag, aus dem ewigen Konflikt, der vielleicht stattfindet oder aus diesen Gegensätzen und sich von Musik einlullen zu lassen oder von einem schönen Film oder ein Buch zu lesen oder einfach mal ins, ja, Museum ist im Moment schwierig, glaube ich. Aber irgendwas zu machen, wo man seine Seele öffnen kann. Und Kunst öffnet die Seele, finde ich. Und vielleicht ist ja auch eine Gemeinsamkeit zwischen euch, eine bestimmte Musikart oder ein bestimmter Film, den ihr euch gemeinsam angucken wollt. Und das öffnet euch. Und dann könnt ihr vielleicht wieder euch öffnen hier. Der Sarg ist oder der Tod ist für mich auch. Oder das Grab ist für mich auch was, wo man sich verschließt. Und dann kann das Ganze in die Heilung gehen. Also Kunst ist wirklich auch, oder ihr macht zusammen was, ihr malt zusammen ein Bild oder ihr macht zusammen Musik. Ja, vielleicht spielt dein Gegenüber ja ein Musikinstrument und du möchtest singen oder weißt du, das öffnet das Herz. Und dann könnt ihr euch vielleicht auch wieder annähern und euer Thema, was ihr miteinander habt, könnt ihr dann auch friedlich lösen, ja. Aber es ist, glaube ich, erstmal wichtig, dass du, weil deinem Gegenüber kann ich es ja jetzt nicht sagen, eigentlich ihr beide euch mal eure verzerrten männlichen und weiblichen Aspekte anschaut. Ich glaube, das ist gut. Und dann, ich weiß gar nicht, warum ich jetzt hier auf männlich und weiblich komme, aber dass hier um eine Union geht. Auch wenn du jetzt mit dem Gleichgeschlechtlichen zu tun hast, das muss ja jetzt hier nicht unbedingt eine Liebesverbindung sein. Kann es trotzdem sein, dass du einen verzerrten männlichen oder weiblichen Aspekt hast oder dass du ein verzerrtes Bild hast von anderen Gegensätzen, ja, gut und böse und was gibt's denn noch?
Vielleicht streitet ihr euch ja über spirituelle Dinge, ja, und da gibt es auch verzerrte Aspekte oder ich weiß nicht was. Guckt dir das einfach an, das ist verzerrt auf alle Fälle, es ist nicht in Harmonie mit dem Gegenpol. Und dann mach was Schönes mit diesem Menschen, was mit Kunst zu tun hat. Und dann wird sich das auch auflösen. Das ist jetzt mal eine ganz, ganz freie Interpretation dieser Karten. Vielleicht liest du ja was anderes in den Karten, dann kannst du mir das natürlich gerne reinschreiben. Ich kenne die Karten ja noch nicht, ich muss mich ja auch erstmal damit anfreunden. Deswegen ist das natürlich in so einem Unboxing, wenn ich da ein Reading mache, immer manchmal ein bisschen anders. Aber ich finde, das ist eine schöne Interpretation. Vielleicht hast du ja eine andere, dann kannst du sie mir bitte gerne kommentieren, ja? Ja, das sind die Karten und ich finde, es ist total schön. Man kann da wirklich auch alles Mögliche reininterpretieren. Man braucht vielleicht gar nicht das Buch. Mit den Keywords kann man schon ganz gut arbeiten. Und genau, ich bin gespannt, was du reininterpretierst. Das wäre jetzt mal spannend, ja, dass jeder mal, der so ein bisschen interpretieren möchte, auch mal was dazu sagt. So, das war's heute mal relativ kurz, 25 Minuten. Das ist ja mal richtig kurz für mich. Aber es liegt daran, dass es Französisch ist und ich ja nicht so viel verstehe. Vielleicht sollte ich öfters mal französische Decks vorstellen, dann kann ich die Videos kürzer halten. Okay, Babes. Ich danke euch sehr fürs mich begleiten. Ihr dürft mir, wie gesagt, gerne kommentieren, auch wie euch das Deck gefällt. Und eben, wenn ihr vielleicht eine andere Interpretation habt für diese Legung, die ich gerade gemacht habe. Ihr dürft auch gerne liken oder auch disliken, aber bitte für den Film hier und nicht für das Deck. Weil das Deck an sich ist ja nicht von mir, also hat es mit mir auch nichts zu tun. Wer noch Fragen hat zu dem Deck, wer noch Fragen zu anderen Decks hat, die ich eben vorgestellt habe, wer noch wissen will, wie man vielleicht mit Decks umgeht oder wer, ja, wie man vielleicht auch ein bisschen intuitiver lesen kann oder so, der darf mich gerne anschreiben. Natürlich auch derjenige, der gerne noch von mir ein Reading haben möchte. Der auch, und du findest mich auf andreawirk.com, das ist meine Webseite, da sind alle, da ist meine Telefonnummer angezeigt und alle meine Messenger, die ich hier in meinem Handy drin habe, zum Beispiel WhatsApp, Telegram, Signal und Threema, und du darfst mich bitte, bitte gerne über dieses Medium dann anschreiben. Ich wünsche dir alles Liebe und ich kann dir nur sagen, Baby, guck dir deine verzerrten Aspekte an, die nicht in Einklang sind mit dem Gegensatz und dann wird deine Verbindung auch wieder positiv. Tschüss!